Der Erie-Kanal war der erste bedeutende Wasserweg, der in den USA erbaut wurde. Seit 1825 fließt er durch den Staat New York, von Buffalo bei den Niagarafällen im Westen nach Albany am Hudson River im Osten. Östlich von Rochester, etwa eine halbe Stunde Fahrt, liegt die kleine Stadt Port Gibson. Da sie direkt am Kanal lag, war hier einst das Einkaufszentrum für dieses Gebiet. Hier wohnte auch der aktive methodistische Laie Hiram Edson, der 1843 die Botschaft vom kommenden Christus von Miller und seinen Partnern angenommen hatte. Mit 10.000 anderen überall in den USA blickten die Milleriten in Port Gibson mit größten Erwartungen auf den 22. Oktober 1844. Denn an diesem Tag erwarteten sie den kommenden Herrn als Erfüllung der 2300 Tage Prophetie von Daniel 8,14. Doch als das helle Morgenlicht des folgenden Tages auf das Kanalwasser schien, wurden diese Gläubigen von Enttäuschung und Verzweiflung gepackt. Wie sie an diesem Tage ihr eigenes Missverständnis im klaren Licht göttlicher Führung in dreifacher Weise sehen konnten, das soll der Inhalt unserer Geschichte sein. Es versammelten sich viele Adventgläubige auf Hiram Edsons Farm am 22. Oktober 1844. Nachforschungen ergaben, dass dies sein Haus war, obwohl seit damals an beiden Seiten Räume angebaut worden sind. An jenem kühlen Oktobermorgen war die Enttäuschung von Edson und seinen Freunden nur allzu deutlich. Das geht Ihnen aber sehr leicht über die Lippen, junger Freund. Was meinen Sie, Sir? Ich glaube nicht, dass Sie verstehen können, wie verlassen wir waren. Was meinen Sie? Ich sage Ihnen, wir erlebten den allerschlimmsten Zweifel. Manche von uns mit mehr Bitterkeit als andere. Wir fragten, ob die Prophezeiungen Daniels falsch waren. Wir fragten, ob vielleicht die Bibel ein Märchen wäre. Und manche von uns fragten sogar, ob es noch einen Gott im Himmel gäbe. Wir gingen zur Scheune dort und wir beteten. Und nach genauer Prüfung unseres Glaubens entschieden wir, dass es eine Erklärung gäbe für unser Dilemma. Worum ging's denn? Nun, nachdem wir gefrühstückt hatten, schlug ich dem jungen Owen Crochier vor, einige der Nachbarn zu besuchen, in der Gegend hier, um ihnen ein wenig Mut zu machen. Ich weiß nicht, ob es aus Angst vor unseren spottenden Nachbarn war. Auf jeden Fall gingen wir quer über mein Kornfeld. Das ganze Korn. Wir waren so überzeugt von Christi zweitem Kommen, dass wir die ganze Ernte auf dem Feld stehen ließen. Hier, nehmen Sie ein Stück von der neuen Ernte. Danke. Nichts zu danken. Sehen Sie, als wir so dahergingen und ich mir die Ereignisse der letzten 24 Stunden durch den Kopf gehen ließ, blieb ich stehen und schaute auf zum Himmel. Und es schien, als ob sich der Himmel öffnete und mir kam die Einrichtung des Heiligtums in den Sinn. Die Milleriten predigten, bis 2300 Tage, dann wird das Heiligtum geweiht werden. Und wir dachten, dass das Heiligtum die Erde wäre. Später erkannten wir, dass die Bibel lehrt, dass es auch im Himmel ein Heiligtum gibt. Und Christus war, wie der hohe Priester am Versöhnungstag, vom Heiligen ins Allerheiligste gegangen. Am 22. Oktober 1844. Unser Herr hatte im Himmel ein Werk zu verrichten, bevor er zur Erde wiederkommt. Das ist's, wo Bruder Miller seinen Fehler machte. Der Herr war gütig. Er hat unser Morgengebet gehört. Ja, Wiedersehen. Wiedersehen, junger Freund. Wiedersehen. In den folgenden Monaten hielten sich Hiram Edson und seine Kollegen an das Thema Heiligtum und seine Weihung. Sie überdachten ihre Erfahrung und wunderten sich über die Ähnlichkeit zwischen ihrer Enttäuschung
und der der Jünger zur Zeit von Jesu Kreuzigung. Endlich überredete Edson seinen Freund Crozier, ihre Erkenntnis in einer Sonderausgabe des Milleritenjournals The Day Star am 7. Februar 1846 zu veröffentlichen. Inzwischen war eine zweite bedeutende Entwicklung eingetreten, hier in Washington, New Hampshire. Zwei Jahre zuvor, 1844, hatte eine Frau der Siebenten-Tags-Baptisten einer Gruppe der Milleriten mitgeteilt, dass nach ihrer Überzeugung der siebte Tag der Woche als Sabbat gehalten werden sollte. Die ganze christliche Ära hindurch wurde der siebte Tag als Sabbat gehalten. Zeitweilig geschah dies im Geheimen, doch immer wieder wurde diese Botschaft mit Nachdruck der Welt verkündet. Von der Zeit der Apostel bis zum 5. Jahrhundert blieb es so in verschiedenen Teilen des Römischen Reiches. Später, als die christliche Kirche weiter und weiter in den Abfall trieb und die abgöttischen Bräuche der Sonnenanbetung annahm, wurde der siebente Tag Sabbat bald unglaubwürdig gemacht und unterdrückt, und an seine Stelle wurde der Sonntag als Tag der Anbetung eingesetzt. Während der Reformation des 16. Jahrhunderts stellte Luther die Bibel als die einzige Autorität der Christen dar. Karl V. erklärte er: Ich nehme die Autorität der Päpste und Konzile nicht an, denn sie haben sich selbst widersprochen. Mein Gewissen ist gebunden an das Wort Gottes. Diese Berufung auf die Bibel und die Bibel allein war das echte Fundament der Reformation. Als sich die Reformation fortsetzte, gab es innerhalb der Kirche Probleme wegen der Frage des Sabbats und des Sonntags. Die Sabbathalter betonten, dass es für die Sonntagsheiligung keine biblischen Hinweise gäbe. Daraus ergab sich die Einhaltung des siebenten Tagsabbat in Europa, einschließlich Englands. Der Sabbat wurde zu einer Streitfrage unter den Puritanern während des 17. Jahrhunderts. Einflussreiche Menschen waren darin verwickelt. Unter denen, die für die Einhaltung des siebenten Tages eintraten, war ein Londoner Rechtsanwalt und ein Commonwealth-Sprecher des Unterhauses. Um die Mitte von 1660 gab es viele Gemeinschaften in England, die den siebenten Tag hielten. Mitglied einer solchen war Dr. Peter Chamberlain, Arzt bei drei Stuart-Königen, James I., Charles I. und Charles II. Von England. Chamberlain war ein eifriger Bibelleser und ein Zeitgenosse von John Bunyan. Auf seinem Grabstein auf dem Friedhof in Woodham Mortimer sind folgende Worte zu lesen. Zu seiner Religion, er war ein Christ, der die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus hielt, wurde etwa 1648 getauft und hielt über 32 Jahre den siebenten Tag als Sabbat. Chamberlain gehörte zu den Siebenten-Tags-Baptisten, einer kleinen Gruppe, die sich Anfang 1600 von der Baptistenkirche wegen ihrer Sabbatüberzeugung getrennt hatte. . 1664 emigrierte Stephen Mumford, ein Siebenten-Tags-Baptist aus England, in die neue Welt. 1671 organisierte er die erste Gemeinde der Siebenten-Tags-Baptisten in Amerika, in Newport, Rhode Island. Während der nächsten 170 Jahre breitete sich ihr Einfluss über ganz Amerika aus, bis 1843 die Zahl der Siebenten-Tags-Baptisten etwa 5500 betrug. In jenem Jahr wurde auf ihrer Generalkonferenz ein sehr bedeutsamer Entschluss gefasst. Dass der nächste 1. November in unseren Gemeinden als ein Gebets- und Fastentag gehalten werde, damit Gott der Allmächtige sich erheben und für seinen heiligen Sabbat eintreten möge.
Sie ahnten kaum, in welcher Form und in welchem Ausmaß ihre Gebete erhört werden sollten. Einige Monate nach ihrem Gebetstag entschloss sich Mrs. Rachel Oaks, eine Witwe der Siebenten Tags Baptisten, in das kleine Dorf Washington in Hampshire zu ziehen. Ihre 18 Jahre alte Tochter Delight hatte dort eine Stellung als Schullehrerin angenommen. Fährt man heute nach Washington hinein, weist ein Schild an der Straße darauf hin, dass dies der Geburtsort der Siebenten Tags Adventisten ist. Was war der Grund für diese Beschilderung? Die stabile Holzkirche liegt heute weit weg vom Stadtzentrum. Aber einst wurde sie in der Mitte einer blühenden Bauerngemeinde errichtet. Als 1944 war Frederick Wheeler der umherreisende Pastor dieser Methodistenkirche. Wheeler begann, den bald kommenden Jesus zu lehren, nachdem er 2 Jahre vorher die Bücher von Miller gelesen hatte. Die Mehrheit seiner Gemeinde nahm ebenfalls Millers Lehren an. An einem Sonntagmorgen stand Wheeler an seinem Pult in der Washington, New Hampshire Kirche und leitete die Abendmahlsfeier. In seiner Predigt ermahnte er die Gemeinde, treu zu sein und alle 10 Gebote Gottes zu befolgen. Mrs. Oaks, die Siebenten Tags Baptistin, die aus Verbundenheit daran teilnahm, konnte sich kaum zurückhalten. Als der Pastor sie kurz danach besuchte, ergriff sie die Gelegenheit. Reverend Wheeler, es ist schön, Sie zu sehen. Ich habe mich schon darauf gefreut. Ich möchte Ihnen etwas Wichtiges sagen. Worum geht es denn heute? Kommen Sie rein. Danke, Mrs. Oaks. Das Feuer tut gut. Im Gottesdienst, Reverend Wheeler, sagten Sie, dass jeder, der Christus bekennt, alle Gebote halten soll. Ich bin fest dieser Überzeugung, Schwester. Nun, ich will es so erklären. Ich war nahe daran, aufzustehen, um etwas zu sagen. Ich ahnte so etwas. Was wollen Sie sagen? Ich wollte Ihnen sagen, dass Sie am besten das Tuch über den Abendmahlstisch legen sollten, bis Sie beginnen, selbst alle Gebote Gottes zu halten, einschließlich des 4. Also wurde Frederick Wheeler in die Sabbatwahrheit eingeführt. Gleich danach hielt er seinen ersten Sabbat. Hielt eine Predigt darüber und wurde so der erste Sabbat haltende Adventistenprediger. Nicht lange nach der großen Enttäuschung stand William Farnsworth, damals Ende 30, während der Predigt von seinem familieneigenen Kirchenstuhl auf und erklärte seine Absicht, auch den Sabbat zu halten. Bald folgten ihm sein jüngerer Bruder Cyrus, der Anfang 20 war, seine eigene Frau, sein Vater und andere. Gezwungenermaßen versammelten sich diese ersten Sabbathalter im nahegelegenen großen Haus der Farnsworth. Schon einige Jahre später erwarben sie schließlich diese Kirche für sich. Nahe bei der Kirche ist der Friedhof, wo viele der ersten Siebenten Tags Sabbathalter begraben liegen. Diese Inschrift zeigt, dass Cyrus Farnsworth später Rachel Delight Oaks heiratete, die Schullehrerin und Tochter von Mrs. Rachel Oaks. Kurz nachdem Wheeler erklärt hatte, er wolle den Sabbat halten, schloss sich ein weiterer Milleritenprediger an, Thomas Prabble. Prabble wurde freiwillig Baptist, machte Reisen mit William Miller und verkündete die Botschaft vom bald kommenden Jesus. Er wurde der erste sabbathaltende Adventist, brachte als eifriger Verfechter des Sabbats in gedruckter Form einen Artikel heraus, der im Februar 1845 erschien.
Unter den vielen, die seinen Artikel lasen, der später auch als Traktat gedruckt wurde, war Joseph Bates ein pensionierter Schiffskapitän. Er war von der Wahrheit beeindruckt. Einige Jahre vorher hatte Bates die Lehren von William Miller angenommen. Er hatte eine Schlüsselstellung in der Milleritenbewegung und überstand den Sturm der Enttäuschung von 1844, ohne seinen Glauben zu verlieren. Als er von den Sabbathhaltern in Washington hörte, reiste er dorthin, traf aber auf dem Weg mit Frederick Wheeler auf dessen Hillsborough-Farm zusammen. Der Sabbat, das ist irgendwie sehr schwierig. Ich bin Sie lasen nicht während sicher, der Nacht zusammen in der Bibel. Ob wir das richtig machen. Weißt du, ich meine... Am nächsten Morgen ritten sie beide zu Cyrus Farnsworth nach Washington. Als 1845 im Haus der Farnsworth traf Bates nach weiterem Studium mit Wheeler und Farnsworth seine Entscheidung in Bezug auf den Sabbat. Auf dem Heimweg musste Bates über die Brücke zwischen Fairhaven und New Bedford, Massachusetts. Nur die Zufahrt zur Brücke steht heute noch. Auf der Brücke traf Bates einen alten Freund, James Madison Manuel Hall, der ihn etwas fragte. Was gibt's Neues, Captain Bates? Das Neue ist, dass der siebte Tag der Sabbat des Herrn unseres Gottes ist. Und Bates verkündigte für den Rest seines Lebens diese Botschaft. Im August 1846 veröffentlichte Bates sein eigenes Traktat, der siebente Tag Sabbat, ein ewiges Zeichen. Sein Inhalt wies auf ein geistliches Erbe hin, das nicht nur von den siebenten Tagsbaptisten, sondern auch von den englischen Puritanern und anderen stammt. Es enthält ebenso einen wichtigen Gedanken, der die prophetische Bedeutung der Entstehung der Gemeinschaft der siebenten Tagsadventisten ankündigte. Nachdem Bates begonnen hatte, den Sabbat zu halten, bemerkte er etwas, das die Milleriten übersehen hatten. Sie hatten ihre Bewegung als Erfüllung der ersten und zweiten Engelsbotschaft aus Offenbarung 14 gesehen, die verkündet werden sollte vor dem zweiten Kommen Jesu. Aber es gab noch eine dritte Engelsbotschaft. Bates fiel auf, dass Offenbarung 14, Vers 12 ein Volk beschreibt, dass diese Botschaft predigt als diejenigen, die die Gebote Gottes halten und den Glauben an Jesus. Dies bestätigte ihm die Wichtigkeit, die Gebote zu halten. Ihm schien, dass die Zeit gekommen war, wo ein Volk, das die erste und zweite Engelsbotschaft verkündet hatte, auch die dritte Botschaft erkennen und die Gebote Gottes mit dem Sabbat, dem vierten Gebot, predigen musste. Anfang 1846 erhielt Bates ein Exemplar vom Daystar, in dem Hiram Edson Aufklärung über das himmlische Heiligtum und Christi Dienst im Allerheiligsten gab. Er begann die Korrespondenz mit Edson und nahm eine Einladung zu einer Konferenz an, die in Port Gibson ein Jahr später stattfand. Dort trug Edson seine Ansicht vom Heiligtum vor. Aber auch Bates hatte etwas zu sagen. Als Bates seine Gründe für die Beachtung des siebenten Tags Sabbat nannte, sprang Edson auf und erklärte, das ist Licht und Wahrheit. Der siebte Tag ist der Sabbat und ich werde ihn mit dir halten. Und das tat er bis zu seinem Tod. Aber im Gespräch mit den Leitern von Port Gibson sah Bates auch eine Verbindung zwischen dem Sabbat und Christi-Dienst im Allerheiligsten.
im himmlischen Heiligtum. Jesus war Mittelpunkt beider Lehren. Er war das vollkommene Opfer als Lamm Gottes und ebenso der hohe Priester, der das Blut darbringt und das Heiligtum reinigt. Zum anderen war er der Schöpfer der Welt und der Geber der wahren Ruhe. Auf der Konferenz 1846 wurden diese Gedanken erstmals öffentlich vorgetragen. Auf dieser Konferenz hörte Bates mit großem Interesse den Gedanken Edsons über das himmlische Heiligtum zu. Er wusste von der Bibel, dass die Bundeslade in der zweiten Abteilung des Heiligtums stand und dass in der Lade die 10 Gebote lagen. Mit großem Interesse las er deshalb Offenbarung 11,18, wo von den letzten Tagen der Weltgeschichte gesprochen wird, wenn die Völker zornig würden und die Zeit des letzten Gerichts für die Welt kommen sollte. Aber dann las er im nächsten Text, dass zur gleichen Zeit der Tempel Gottes oder das himmlische Heiligtum aufgetan wurde und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar. Bates glaubte, dass wenn Jesu Priesterdienst im Allerheiligsten jetzt besondere Bedeutung hätte, dann würde Lade, Gesetz und dem 7. Tag Sabbat nach dem Gesetz auch neue Bedeutung zukommen. Die Erfüllung der 2300-Jahr-Prophetie im Jahr 1844 zog deshalb die Aufmerksamkeit auf das himmlische Heiligtum, wie es nie zuvor geschah. Die Folge war, zwei Kernpunkte in Bezug auf Jesus entstanden. Erstens, er war mit seinem Abschlusswerk als unser hoher Priester im Allerheiligsten jenes Heiligtums beschäftigt. Zweitens, er war der Herr des Sabbats und hatte den 7. Tag eingesetzt, dass er geheiligt würde und hatte uns darin ein Beispiel gegeben. Aber es sollte noch ein drittes, markantes Zeichen in Verbindung mit der letzten Verkündigung des Evangeliums geben. Auch dieses sollte von Jesus kommen, denn in Offenbarung 12,17 wird es das Zeugnis Jesu genannt. Was soll das bedeuten? In Offenbarung 12 beschreibt Johannes die Frau, die mit der Sonne bekleidet ist, als die Gemeinde. Er sieht sie in Erwartung der Geburt Jesu, dann verfolgt und in die Wüste geführt, wo Gott sie 1260 Jahre bewahrt. Vers 17 sagt dann, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Ein Vergleich zwischen Offenbarung 19,10 und 22,8 macht klar, dass das Zeugnis Jesu der Geist der Weissagung ist. Kundgetan durch die Propheten, jene Personen, die er erwählt hat, um sein Zeugnis zu bringen, seinem Volk. Der Prophet Joel im Alten Testament bezeugte, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Der Kontext dieser Verse weist auf die letzte Erfüllung hin in den Tagen vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn. Das 19. Jahrhundert zeigt einige Beispiele der Erfüllung dieser Weissagung. Nach 1830 zog ein junger amerikanischer Schwarzer, der mit 17 Jahren bekehrt wurde, hier nach Boston, Massachusetts, um sich auf den Predigtdienst vorzubereiten. Sein Name war William Foy. 1842 empfing Foy zwei eindrucksvolle Gesichter. Später gab er eine Druckschrift heraus mit dem Titel »Die christliche Erfahrung von William E. Foy zusammen mit zwei Visionen«, die er in den Monaten Januar und Februar 1842 empfing. Am Dienstagabend, dem 18. Januar 1842,
befand sich der 23-jährige Foy mit einer christlichen Gruppe in einer Gebets- und Bibelstunde hier in Beacon Hill, Boston. Während der Versammlung empfing er das erste von vier Gesichten. Es dauerte 2,5 Stunden, in denen ein Dr. Cummings ihn untersuchte und fand, ich zitiere, kein Lebenszeichen, außer in der Herzgegend. In seinem Gesicht erlebte er den Lohn, den die Gerechten beim zweiten Kommen Christi empfangen, und ihm wurde die einmalige Schönheit des Himmels gezeigt. Er zögerte, seine Gesichte weiterzugeben, denn er kannte das Vorurteil Schwarzen gegenüber. Aber kaum 3 Wochen später empfing er ein weiteres Gesicht, während er sich in einer vollen Kirche befand. Diese Vision dauerte 12,5 Stunden und offenbarte die Ereignisse des großen Gerichtstages. Es tut mir sehr leid, dass ich jetzt dein Leben richten muss. Als Kind hattest du das Vorrecht, gottesfürchtige und liebende Eltern zu haben. Als die Szenen an ihm vorüberzogen, erkannte er, dass weder ein Beruf noch eine Partei oder ein Stand erretten kann, sondern nur eine Beziehung zu Jesus. Ja, wäre seine Vision vom Gericht vor der Wiederkunft beachtet worden, wäre die große Enttäuschung 2 Jahre später geringer gewesen oder ganz vermieden worden. Foy wurde beauftragt, anderen zu berichten, was er gesehen hatte. Und während der folgenden Monate predigte er vielerorts mit einer Sensation ohnegleichen. Viele hörten, wie er von dem erzählte, was er von der himmlischen Welt gesehen hatte und von dem Ruf zur Vorbereitung. Es scheint, als wurden ihm 2 weitere Visionen gegeben, davon eine, die 3 Stufen zur himmlischen Stadt zeigte, was er aber nicht verstand. Der Nation wird sich gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte sein. Nach der Enttäuschung empfing Foy keine Gesichte mehr. Das alles ist aber der Anfang. Doch hielt er an der Hoffnung des zweiten Kommens Christi fest. Er blieb weiter ein geschätzter und geliebter Prediger in kleinen ländlichen Gemeinden und ließ sich schließlich in East Sullivan, Maine nieder. Von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich. Und dort starb er im November 1893 und wurde auf dem Birch Tree Friedhof beerdigt. Kurz vor der großen Enttäuschung gab Gott die prophetische Gabe einem anderen. Hazen Foss, der in Portland, Maine lebte. Er war 25 Jahre alt, gebildet, ein guter Redner und glaubte an den bald kommenden Jesus. In seinem ersten Gesicht sah er die Reise des Adventvolkes zur Stadt Gottes. Es bestätigte Foys Gesichte und schloss ein Bild ein, das 3 Stufen zeigte, über die Gottes Volk die heilige Stadt erreichte. Nach der Enttäuschung sollte er berichten, was er gesehen hatte. Aus Angst vor Opposition weigerte er sich. In einem 2. Gesicht wurde er wieder gedrängt, weiterzugeben, was er gesehen hatte. Trotzdem weigerte er sich. Ein 3. Gesicht folgte, in dem ihm gesagt wurde, dass er frei wäre. Und die Bürde würde auf eine der Schwächsten der Schwachen gelegt, die der Weisung des Herrn folgen würde. Einige Wochen später stand Foss vor der Tür einer kleinen Kapelle und hörte eine überraschende Geschichte. Und wir gingen in die Stadt und ich sah, er wurde zur Versammlung eingeladen, lehnte aber ab. Das Manna, Mandeln, Feigen, Granatäpfel, Weinbeeren und andere Früchte. Ich bat Jesus, von der Frucht essen zu dürfen. Er sagte, jetzt nicht. Wer von den Früchten dieses Landes isst, geht nicht mehr zur Erde zurück. Du musst wieder zurück und anderen erzählen, was ich dir gezeigt habe. Dann trug mich ein Engel. Was er hörte, war ein Bericht von einer Vision, die fast die gleiche war, die er empfangen hatte. Wer war es, den Foss gesehen hatte? Ihr Name war Ellen Harmon, ein 17 Jahre altes Mädchen, das so sehr an Tuberkulose erkrankt war, dass sein Leben ernsthaft gefährdet war. Es konnte kaum flüstern und wurde oft im Schlaf vom Husten und Bluten der Lunge wach. Doch Gott brauchte diese Schwächste der Schwachen und berief sie, das Zeugnis Jesu seinem Volk zu bringen.
Befähigt durch Gottes Geist überbrachte sie das Zeugnis in den nächsten 70 Jahren. Die Erklärung des Heiligtums, die siebenten Tagswahrheit und eine moderne Darlegung des Geistes der Weissagung. Diese drei Schlüsseloffenbarungen halfen vielen über die Enttäuschung von 1844 hinweg. Und das war dann der Abschluss in der Person von Frau Ellen Goldwhite, die wie ein Kompass die Gruppe der unerfahrenen Gläubigen ins 20. Jahrhundert brachte. Ihre Lebensgeschichte betrachten wir als nächstes.